Leute, herzlich willkommen zu meiner neuen Abendroutine. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe gerade ein bisschen fertig aus. Deswegen werde ich jetzt erstmal duschen gehen, mich umziehen gehen und so. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Was abends eigentlich die erste Sache von meiner Abendroutine ist meine To-Do-Liste anzugucken für den Tag. Nee, die erste Sache ist Haare bürsten. Warum bin ich hier so aufgepuscht? Au! Und dann mache ich es mir auch so, dass ich immer mein Handy ein bisschen checke, also WhatsApp angucke, Instagram angucke und dann auch mal die paar Updates von dem Tag mir ansehen, ob ich irgendwas verpasst habe oder so. Und natürlich auch meinen Kalender aufrufen, denn ich mache immer Time-Blocking, das heißt, ich schreibe immer genau rein, was ich wann mache. Und beispielsweise habe ich heute noch zwei To-Dos. Die erste To-Do ist, noch ein YouTube-Video zu schneiden und die zweite To-Do-Sache ist, eigentlich noch was für Koreanisch zu machen. Aber ich habe irgendwie, weiß ich nicht so Lust, heute irgendwas zu machen. Vielleicht lerne ich einfach nur Vokabeln und das war's dann, mach morgen irgendwas. Immer sehr kritisch. Das heißt, dass alles eventuell abstürzt. Okay, nein. Oh, hat es nicht abgestürzt. Oh, zum Glück. Also, wer mich kennt, weiß, dass ich jeden Tag ein bisschen aufräume, so ein bisschen Ordnung reinbringe und einfach jeden Morgen und Abend so ein bisschen Ordnung reinbringe. Und dadurch versichere ich eigentlich, dass mein Zimmer nie so ganz unordentlich ist, weil ich halt, wie gesagt, immer so ein bisschen was mache. Ich sage das in jeder Morgenroutine, in jeder Abendroutine, in jedem Vlog. Ich wiederhole das so oft mittlerweile, müsst ihr das alle wirklich innen auswendig schon von mir wissen. Hier ist dieses Top. Was ist das denn? So, jetzt kommt ein sehr, sehr schöner Part meines Tages. Und zwar heißt es jetzt Entspannung. Übrigens versuche ich immer auf alle Kommentare zu antworten. Also falls du hier was kommentierst, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass ich dir antworten werde. Also probier es gerne aus. Ich versuche mich wirklich auf alles immer zu antworten, weil mir das super wichtig ist.